Wir haben öfter den Fall, dass wir eine Liste haben und auf jedem Element dieser Liste eine Operation ausführen wollen. Also zum Beispiel eine Liste von 0 bis 9 und auf jedem Element wollen wir, für jedes Element wollen wir diese Zahl quadrieren. Also haben wir dann zum Beispiel for x in Range 10. Und 10, Range 10 ist hierbei diese Liste der Zahlen von 0 bis 9 und x repräsentiert in jeder Schleife ein Element dieser Liste. Also in der ersten Schleife 0, in der zweiten 1, in der dritten 2 und so weiter. Und dann soll jedes Element, also dieses x, dann quadriert werden, sodass wir jedes Element in dieser Liste quadrieren, also die Quadratzahlen der Zahlen von 0 bis 9 bekommen. Und das Ergebnis wollen wir in eine neue Liste reinschreiben, die nennen wir dann zum Beispiel New List, Append, und dann können wir das hier auch direkt da reinschreiben und haben dann hier das Ergebnis. Allerdings müssen wir dann diese New List erst als leere Liste hier definieren bzw. initialisieren und dann geben wir die zum Schluss aus und dann bekommen wir die Quadratzahlen von 0 bis 9, wenn man hier etwas Geduld hat. So, jetzt. Und das haben wir relativ häufig, diese Art von Struktur mit einer Operation hier auf diesem x, also auf jedem Element dieser Liste. Und es ist eigentlich immer ziemlich, na, ein bisschen umständlich, das zu schreiben. Und da das sehr vielen so geht, gibt es dafür eine Kurzform. Und die funktioniert wie folgt. Ich schreibe hier wieder für jedes x der Liste Range 10 soll dann diese Operation ausgeführt werden. x². Und jetzt würde man so ein bisschen intuitiv vielleicht denken, das kommt hier hinten hin. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern das kommt nach vorne. Das heißt, für jedes Element dieser Liste wird dann, oder dieses Element, die Operation x², so kann man sich vorstellen, die Operation x² wird für jedes x dieser Liste ausgeführt. Ja, und dann macht es Sinn. Also Operation für jedes x der Liste so und so. Und da wir nachher eine Liste bekommen, schreiben wir das Ganze in eckige Klammern, führen es aus und erhalten genau das gleiche Ergebnis wie oben, nur das Ganze in einer Zeile statt hier in drei Zeilen. Natürlich wollen wir das vielleicht noch ausgeben, beziehungsweise zuerst das Ganze in die Variable schreiben, dann die Variable ausgeben und dann kriegen wir hier das Ergebnis. Und diese List Comprehensions, die sind wirklich ganz schick, denn wir können hier auch noch weitere Funktionen hinzufügen, beispielsweise if, oder das Ganze soll nur dann stattfinden, wenn x größer als bei mal 5 ist. Führen wir das aus. Das heißt, nur wenn x größer 5 ist, also wenn es 6 ist, 36, 7, 49 und so weiter, wird das Ganze ausgeführt. Würden wir es hier oben schreiben, stünde hier if x größer 5. Das Ganze hier noch einrücken, dann haben wir hier was Vergleichbares wie hier unten. Wir können jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen und noch eine else dazufügen. Dann müssen wir das allerdings nach vorne schreiben. Das finde ich jetzt auch nicht mehr so ganz logisch. Also die Operation x soll dann soll ausgeführt werden, wenn x größer 5 ist oder größer 5 ist. Und wenn es nicht größer 5 ist, dann soll nicht gar nichts passieren, sondern es soll eine 0 in die Liste geschrieben werden. Dann führen wir das aus. Dann sehen wir jetzt für die Zahlen von 1 bis 5 wird hier immer eine 0 reingeschrieben und für alles, was größer als 5 ist, dann die Quadratzahl. Wenn wir das hier oben machen, stünde hier else und dann das Ganze hier nochmal mit einer 0 dann hier drin, dann kriegen wir das gleiche Ergebnis. Aber natürlich sehen wir, dass jetzt haben wir hier 6 Zeilen Code, hier haben wir gerade mal eine Zeile Code. Das ist natürlich schon sehr viel geschmeidiger als das hier oben. Die Art, das zu schreiben, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber wie gesagt, dann ist es wirklich deutlich besser. Und wir können hier sogar noch mehrere also verschachtelte List Comprehensions machen. Ich könnte hier noch eine weitere reinschreiben. Ich kann auch noch mehr if-else dazufügen. Also das ist wirklich noch ausbaubar. Und hier würde man sofort vielleicht 10 Zeilen Code bekommen. Hier hat man immer noch alles in einer, was dann sehr praktisch ist. Und wie gesagt, lesen, wenn ich das mal kurz wegmache, nochmal einfach als die Operation x² soll ausgeführt werden für alle x dieser Liste. Oder für x für die Platzhalter für alle Elemente in dieser Liste. Und dann kommt auch dieses hier raus. Und das sind List Comprehensions.